Moin Leute, jetzt willkommen zu einer Folge und heute spielen wir wieder Murder Mystery 2. Und ja Leute, das Sommer-Update, das Sommer-Event ist endlich da. Ja, es ist jetzt Sommer, Leute, man kann es kaum glauben. Wir haben eine neue Lobby, schaut sie euch an, Leute. Sie sieht richtig, richtig cool aus, finde ich. Und natürlich auch ein neues Bundle, einen neuen Pass und eine neue Map. Ja, Leute, wir schauen uns heute alles mal gemeinsam in diesem Video hier an. Und ich werde mir natürlich auch das neue Bundle kaufen. Ob es in diesem Video ist oder in einem anderen Video, Leute, das werden wir noch sehen. Ich schaue es mir erstmal an, Leute. Und hier unten sehen wir auch schon Event. Hier können wir drauf drücken und da sehen wir auch direkt schon das neue Bundle. Eine Sommerbox, die sehr, sehr cool aussieht, finde ich. Und auch den neuen Pass. Ja, und zuerst schauen wir uns mal die neue Lobby an. Ihr könnt trotzdem gerne mal einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren coolen Roblox-Videos mehr zu verpassen. Und da hinten sind auf jeden Fall einige Leute am Jetski fahren und hier sind auch noch Leute einfach so am Chillen. Und hier haben wir so eine kleine Yacht, Leute. Und hier haben wir auch noch einen NPC. Kann man mit dem reden? Open Event. Ah, okay. Der öffnet das Event. Ja gut, macht einigermaßen Sinn, Leute. Und hier haben wir allgemein die Lobby und ich finde, die sieht richtig cool aus. Sie hat so diesen Tiki Beach Style, wenn man das so sagen kann. Hier ist auch so ein Grill. Boah, Leute, hier müssten die noch so ein Steak und so ein paar Würste drauflegen. Das wäre geil. Und ja, ich finde die Lobby richtig schön. Schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Ich finde, es passt auf jeden Fall sehr zu Sommer. Man hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Und ich bin mal gespannt, ob wir hier auch auf der neuen Map spielen werden. Und sogar hier drinnen, Leute. Das Secret ist natürlich weg. Ich fände es cool, wenn die das in jede Lobby irgendwie einbauen würden. Aber gut, hier kann man es irgendwie schlecht einbauen, weil hier hört halt auch das Haus schon auf. Und ja, hier ist trotzdem das Map-Voting. Leider die neue Map nicht da, aber die werden wir auf jeden Fall noch zocken. Und ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Leute, Innocent, ja, wer hätte es gedacht, Leute, wer hätte es gedacht und ja, mal schauen, was die Runde so mit sich bringt. Da wurde direkt schon jemand gekillt, Leute, da wurde direkt schon jemand gekillt. Oh, da ist die, oh Gott, ich glaube, das ist der, nee, das ist der Sheriff. Wo ist der Mörder? Wo, der Sheriff, Homie, ja, Deutschland, da ist der Mörder, komm Sheriff, shoot. Oh mein Gott, er hat daneben geschossen, oh mein Gott, das war's mit dem Sheriff und jetzt ist der Mörder mir hinterher, okay, komm, komm, komm. Oh, 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 die Gun, die Gun, die Gun, die Gun. Ich hab die Gun. Okay, okay, Leute. Bam! Ja! Let's go, Leute! Let's go! Oh mein Gott, das war krass. Das war clean, Leute. So, hier ist auch noch das neue Bundle. Ich finde die, das Knife und die Gun sehen sehr, sehr cool aus. Wie teuer ist das Ganze, Leute? 3.700 Robux? Ja, das kaufen wir uns noch, Leute. Das kaufen wir uns auf jeden Fall noch. Aber nicht in diesem Video, sondern in einem der nächsten Videos. Weil, Leute, ich habe nämlich eine große Ankündigung zu machen. Und die mache ich gleich. Und, ja, Leute, wieder Innocent. Aber das ist perfekt, weil jetzt kann ich die Ankündigung machen, Leute. Und zwar werde ich eine weitere MM2 Week machen. Ja, ihr habt ja die letzte MM2 Week sehr enjoyed. Und ich werde sie nochmal machen. Nur dieses Mal möchte ich versuchen, die MM2 Week auf meinem neuen Kanal Jojo Blogs zu machen. Der wird der erste Link in der Videobeschreibung sein, Leute. Da wird auch dieses Video hier online kommen und auch dann die MM2 Week. Also eine Woche lang 7 MM2 Videos, halt jetzt mit dem neuen Sommer-Event, mit dem neuen Sommer-Update und auch allgemein MM2 Videos. Das heißt, auf jeden Fall den Kanal abchecken und abonnieren. Und dann, ja, wenn ihr euch für MM2 interessiert, das würde ich dann am besten jedes Video schauen und liken. Genauso wie dieses Video hier liken, Leute. Und ja, das werde ich auf jeden Fall machen, Leute. Ich kann euch noch nicht versprechen, wann, aber es wird auf jeden Fall kommen. Und ja, schauen wir uns dann auch direkt mal. Oh, ich dachte kurz, das wäre der Mörder. Was geht ab, Leute? Was geht da ab? Schauen wir uns auch direkt mal, Leute, weil dieses die Summerbox, die sieht richtig nice aus. Und dafür kann man entweder Schlüssel, man kann sich auch Schlüssel kaufen. 10.000 Robux, 20.000, 22.500 Robux, Leute, für 360 Schlüssel. Ah ja, genau. Oder man kann sie auch mit den, ja, mit dem quasi Beachbällen kaufen. Und hier gibt es auch dann sehr wahrscheinlich ein, ja, genau, Leute, es gibt hier auch ein, es gibt hier auch ein Godly drin, Leute, aber wer weiß, wie selten das ist und wer weiß, wie es aussieht. Ich werde auf jeden Fall auch ein Video machen, wo ich, ja, von der Box hier einige öffne. Dann werde ich mir mal für hier ein paar Robux was kaufen. Ich denke mal jetzt nicht für 22.500 Robux, aber so ein paar Keys werde ich mir auf jeden Fall kaufen und hoffen, dass ich natürlich ein Godly pullen werde. Leute, wisst ihr was? Oh mein Gott, okay, 100 für einen Key ist schon krass, aber wir kaufen uns jetzt einfach mal 4 Keys. Wir holen uns jetzt 4 Keys und öffnen mal 4 von dieser Box, Leute. Falls ihr euch Robux oder Roblox Premium kauft, gerne mit Starcode Jojo. Wir haben 4 Keys, das ist extrem teuer, Leute. Aber unboxen wir und eventuell sehen wir hier auch. Das hat keinen Sound? Oh, fast das Legendary! Oh mein Gott, wieso hat es keinen Sound?
Okay, interessant auf jeden Fall. Aber komm schon, komm schon. Legendary! Nein! Zweimal fast ist Legendary. Das kann doch nicht sein. Okay, Leute, nochmal, nochmal, nochmal. Come on, come on. Da waren zwei Legendaries. Oh mein, drei Legendaries. Und, oh, das, Leute, das wird nicht nur Legendary, glaube ich. Das wird nicht nur Legendary. Aber eine Box haben wir noch. Eine Box haben wir noch. Und, Leute, ich glaube, MM2 will mich verarschen oder so. Aber ja, okay, wir werden noch ein Video machen, auf jeden Fall in der MM2 Week, wo wir mehrere von diesen Boxen öffnen werden. Freut euch auf jeden Fall drauf und wie gesagt, gerne den Kanal abonnieren. Der Mörder hat gerade den Sheriff, glaube ich, gekillt. Und zwar irgendwo hier hinten. Die Frage ist nur, wo genau? Und ist das der Mörder? Oh nein, 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 oh nein. Das ist der Mörder, oder? Das ist der Mörder, oder? Warum hat sie eine Rose in ihrem Mund, Leute? Hilfe! Oder ist es der Mörder? Game over? War das der Mörder? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nur, dass hier irgendwo der Sheriff gekillt wurde. Sie oder er oder sie. Was geht hier ab? Leute, schauen wir auch direkt mal, ob wir hier die neue Map voten könnten. Auch nicht, Leute. Ich werde auf jeden Fall euch heute in dem Video die neue Map zeigen. Egal, wie lange ich spielen muss. Voten wir mal hier Haus 2 und, Lol, wenn man hier runter geht, dann geht der Vote weg. Bitte, was? Das heißt, man muss da wirklich drauf stehen bleiben, sonst geht der Vote weg. Okay, das ist neu. Und das weiß ich nicht, ob ich das so cool finde. Also, da muss man ja wirklich darauf stehen bleiben. Und schon wieder Innocent, Leute. Okay, und dann haben wir ja genug Zeit, um uns jetzt den Pass hier anzugucken. So, hier haben wir auf jeden Fall, wenn wir halt so viele Bälle collecten, haben wir auf jeden Fall hier, ja, Skins und so. Hier ist eine Kokosnuss und Kokosnussdrink. Sehr nice. Dann haben wir hier einen Effekt für 1200. Sehr cool. Dann einen Sandbucket. Dann hier weitere Skins. Ein Skin, ein Waterballoon und den letzten Skin, Leute. Und zwar den Palma-Skin. Das wird dann sehr wahrscheinlich das Gegenteil von dem hier sein. Also Palms ist das und das hier ist... Ne, Palms und... Palms? Ne, Palms. Ist das Palms oder Palma? Ich kann das nicht erkennen, ob es ein A oder ein S ist. Warte, ich werd langsam, glaube ich, alt, Leute. Ich werde langsam, glaube ich, alt. Das ist auf jeden Fall ein S. Aber hier? Ach, das ist auch ein S. Das ist auch ein S, Leute. So. Und das neue Bundle. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zum neuen Bundle in die Kommentare. Das werde ich mir, wie gesagt, auch noch kaufen. Und da ist auf jeden Fall der Mörder! Oh mein Gott! Oh, 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 oh. Come on. Komm, Junge! Nein, der Sheriff! Okay, oh nein, er campt. Okay, er ist weg. Er ist weg, er ist weg, er ist weg, er ist weg. Er ist weg! Ich hab die Gun, Leute. Nein! 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 Oh mein Gott! Nein! Ich hätte nicht über das First gehen dürfen. Ja, das war's mit mir. Schade. Da ist die neue Map, Leute. Beach Resort. Sehr, sehr nice. Und, oh, ich muss ja hier stehen bleiben, Leute. Ich muss hier drauf stehen bleiben. Sieht vom Aussehen her schon sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Bin mal gespannt, wie das wird. Leute, komm, votet die neue Map. Leute! Wollen die mich verarschen? Wollen die mich verarschen? Das kann doch nicht sein, oder? Das kann doch nicht sein, ich wollte doch nur auf der neuen Map spielen. Warum voten die andere? Leute, jetzt muss ich Mörder werden. Ich muss jetzt eigentlich Mörder werden. Come on, come on, come on, come on. Mann, ich wollte doch nur die neue Map mir angucken und euch zeigen. Das kann doch nicht sein. Wer ist das? Das ist auch neu, oder? Das ist neu, oder? Das ist der Mörder. Okay, Leute, der Mörder hat auf jeden Fall ein Feuerknife. Und das war's mit dem Sheriff. Leute, das war's mit dem Sheriff. Wir müssen uns die Gun snacken. Wir müssen uns die Gun snacken. Da ist sie. Ei, ich hab die Gun. Ich hab verfehlt. Okay, Leute. Back down, back down, back down. Ja, let's go, Leute. Let's go. Ich hab mal wieder den Tag gerettet. Nice. Schon wieder Innocent, Leute. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass man hat ja damals, wenn man als Held gewonnen hat, niemals dieses Victory-Ding über seinem Kopf gehabt. Das ist jetzt aber auch da. MM2 hat auch allgemein geschrieben, dass sie sehr viele Bugs gefixt haben und auch den Code vom gesamten Spiel nochmal überarbeitet haben, was dafür sorgt, dass wir in Zukunft sehr wahrscheinlich mehr und bessere Updates bekommen werden. Ja, Leute, weil MM2 ist ja schon 10 Jahre alt und die haben jetzt das Spiel ein bisschen, ja, aufgearbeitet quasi, dass wir in Zukunft eventuell mit cooleren und fresheren Updates hier versorgt werden, was auf jeden Fall sehr, 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 sehr nice wäre. Mann, die neue Map will auch einfach nicht kommen, oder? Die neue Map will auch einfach nicht kommen. Leute, es ist endlich soweit. Wir sind endlich nach all der Zeit sus. Ja, Leute, wir sind Mörder. Wurde auch mal Zeit, Leute. Wurde auch mal Zeit. Und jetzt dürfen wir auf gar keinen Fall uns vom Sheriff erwischen lassen. Und dich habe ich die ganze Zeit schon im Visier. Komm schon. Nein. Oh, niemand hat es gesehen. Das hat niemand gesehen, Leute. Niemand hat das gesehen. Das war ich nicht. Das war wer anders. Das war wer anders. Also ich war das auf gar keinen Fall, Leute. Ich war das auf gar keinen Fall. Hier, oh, hier hinten haben wir wen. Hallo. Hallihallöchen.
Jetzt ist die Person nicht mehr da. Checken wir hier einmal mit X-Ray durch, Leute. Hier haben wir auf jeden Fall jemanden. So, zack, das war's mit dir. Und das ist der Sheriff, oder? Der läuft so, als wäre er der Sheriff. Er läuft so, als wäre er der... Nein, da ist der Sheriff! Hilfe! Okay, okay, Leute, ich gehe da nicht in diesen engen Gang rein, oder? Machen wir das? Gehen wir hier rein? Oh, sie kommt da raus, Leute. Sie kommt da hinten raus. Komm, wir werfen. Oh mein Gott, ich hab's fast predicted, Leute. Come on. Und das war's mit dir, Leute. Sehr nice, sehr nice. Ich bin natürlich kein ehrenloser Camper. Ich gehe natürlich hier weiter auf die Jagd. Aber ich will natürlich hier in der Nähe von der Gun bleiben, damit wir hier nicht direkt komplett am kürzeren ziehen. Und der Homie läuft rückwärts von mir weg. Aber ich werfe mein Knife und ich habe verfehlt. Come on. Mann! Oh nein, sie geht zur Gun. Das ist gar nicht gut. Oh nein, sie hat die Gun, Leute. Aber egal, Leute. Oh mein Gott, der ist mich richtig hier am Outplayen. Das kann doch nicht sein. Ich mag diese Map überhaupt nicht als Mörder, Leute. Ich finde die Map... Oh, da war ein Hacker. Habt ihr das gesehen? Ich mag die Map überhaupt nicht als Mörder. Ich finde die richtig lästig. Aber ja gut, was soll man machen, Leute? Ich habe jetzt auch wieder X-Ray, dann gucken wir mal. Okay. Das ist der Hacker. Yo. Okay, die haben auch einmal wegteleportiert. Schade, dass wir da gefailt haben, Leute, aber ich mag die Map wirklich nicht. Und jetzt schauen wir uns noch die neue Map. Komm. Mann. So, Leute, ich habe auch gerade gemerkt, ich habe jetzt auch den Verify-Tag hier im MM2-Chat. Das war früher nicht so. Jetzt habe ich ihn. Aber wir haben auch die neue Map, was sehr nice ist. Und ja, das im Verify ist nicht so nice, weil das werde ich sehr wahrscheinlich getargetet. Aber ja, wir sind auf der neuen Map und ich hoffe, wir sterben hier jetzt. Und yo. Alter, ist sie groß. Okay, krass. Aber sieht cool aus, Leute. Muss ich sagen, sieht ziemlich cool aus. Ja, okay. Hier haben wir so ein Badezimmer. Hier haben wir ein Bett. Und bitte, bitte, Mörder, bitte, verschone mich. Hier kann man einfach... Hier kann man einfach hoch und runter springen. Das ist auch sehr nice. Oh, hier ist so ein Seil, wo man so hochklettern kann. Hier draußen haben wir so einen riesen Pool. Die Map ist auf jeden Fall nicht klein. Das kann man so sagen. Und hier haben wir auch einen Pool. Passt auf jeden Fall an Sommer. Zack. Ich finde auch, die können auch mal ruhig Maps, die sie reinbringen. Nein. 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 Die wollen mir doch noch die Map angucken. Oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. So, Leute, bevor wir uns jetzt nochmal die neue Map auf meinem Privatserver angucken, es gibt neue Privatserver-Einstellungen. Ja, Leute, man kann die Rundenlänge bestimmen und jetzt gibt es den Duels-Modo. Und das, ja, ist quasi so wie Mörder vs. Sheriff. Es gibt 1 vs. 1 und das zwar dann quasi mit Messer und Gun, dann mit Messer und Messer, dann mit Gun und Gun und dann mit Messer und Gun und Messer und Gun. Also, ja, man kann das hier auswählen und dann gibt es 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 und 4 gegen 4. Also quasi, ja, wir haben jetzt Mörder vs. Sheriff in MM2 drinne. Ja, das ist, ja, das ist auf jeden Fall krass. Das heißt, ja, wir können jetzt hier auswählen. Ich gehe jetzt hier in Team 1 und mein alter Account geht zum Beispiel in Team 2. Hinterfragt den Skin nicht bitte, Leute. Das soll Nami aus One Piece sein. Und da kann man hier auswählen. Ja, machen wir das nur mit, also mit Messer gegen Messer, Gun versus Gun, beides. Oder halt Messer gegen Sheriff, also quasi so, wie es normal ist. Und dann kann man das Ganze starten und dann, ja, dann haben wir das halt. Und ja, wir schauen uns jetzt noch die neue Map an. Es wäre natürlich auch cool, wenn man auf dem VIP-Server auch die Maps auswählen könnte. Aber hier ist sie, Leute. Hier ist sie. Und dann mache ich direkt mal die Round Length auf 12 Minuten. Dann können wir uns die entspannt anschauen, Leute. So lange brauchen wir zwar nicht, aber dann können wir sie wenigstens entspannt uns angucken. Oh, Leute, Mörder. Und ich habe auch jetzt ein Foto von der Godly Gun, die hier aus der Box hier rauskommt, Leute. Und das ist eine Gun und das sieht so aus wie, die sieht so aus wie so eine Wasserpistole. Ich blende sie euch hier mal ein, Leute. Und hier die Türen sind auch zu. Das heißt, hier kann man auch wirklich nicht durchgehen, Leute. Hier kann man nach hinten. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen was hin. Hier sind auch überall Aquarien. Hier sind Treppen nach unten. Interessant, Leute. Wir haben hier einen Treppenhaus. Der Aufzug wird nicht funktionieren. Okay, hätte mich auch gewundert, Leute. Und wir haben hier sogar so einen kleinen Keller. Hier ist es abgesperrt. Und hier ist noch so ein kleines Büro. Interessant, Leute. Also die Map ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Wir haben hier noch einen ganzen Keller. Hier ist noch Stuff. Dann geht es ja wahrscheinlich wieder hoch auf die normale Ebene quasi. Und hier ganz viele Türen, die alle aber zu sind. Und hier hinten ist noch eine Tür offen. Und hier geht es quasi nach draußen. Okay, sehr cool, Leute. Alles ist so miteinander verknüpft, muss ich sagen. Wenn man sich einmal hier richtig eingelebt hat in die Map, ist das auf jeden Fall sehr cool. Hier gibt es noch so einen Spa-Bereich. Okay, das ist krass. Und hier kann man auch, kommt man hier von außen auch noch hin? Ja, komm, Mann. Und hier ist auch mein alter Account gespawnt, Leute. Und da kann man hier mit den Treppen hin. Ich muss sagen, ich finde die Map eigentlich richtig, richtig nice, muss ich sagen. Ich finde die auf jeden Fall sehr nice. Vor allem, man kann hier auch einfach wirklich schwimmen. Oh mein Gott, okay. Krass, man kann hier wirklich schwimmen. Kann man hier draußen auch schwimmen?
Ja, kann man, Leute. Sehr cool, sehr, sehr cool. Hier, denke ich mal, unten an den Strand kann man da nicht. Okay, gut, macht Sinn, Leute. Muss ich aber sagen, ist eine richtig, richtig coole Map. Aber was meint ihr? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn das Video gefallen hat. Und wie gesagt, abonniert auf jeden Fall meinen Zweitkanal, Leute, für die MM2 Week. Die wird dann sehr wahrscheinlich nächste Woche starten. Also am Montag, von Montag bis Sonntag, jeden Tag ein Video. Und dann würde ich sagen, schreibt mir gerne eure Meinung zum Update in die Kommentare. Und würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute!